Anfassen macht offenbar mutig. Die 21-Jährige sagt ja, auch wenn ihr erst jetzt klar wird, was das bedeutet. Es hat Jahre gedauert, bis die Haare so lang geworden sind und jetzt in wenigen Minuten alles futsch. Ich denke, meine Mama wird schon schockiert bis traurig sein, weil sie mag echt total gern die langen Haare an jungen Mädchen. Und mein Freund sagt mir auch ganz oft, dass er meine Haare total mag und er hat mich auch mit langen Haaren kennengelernt. Ich denke, es wird schon ein großer Schock sein. Zu spät, es gibt kein Zurück. Die langen Haare kommen ab, das ist beschlossene Sache. Damit es möglichst spannend bleibt für sie, verdecken wir den Spiegel. Erst wenn die Frisur fertig ist, darf sie gucken. Den allerersten Schnitt macht unsere Reporterin. Es muss alles ab. Bereit für die Veränderung? Ja. Sicher? Ja. Okay, dann setz dich an und schneide ab. Stolze 32 cm sind innerhalb weniger Sekunden ab. Oh mein Gott. Das tut weh. Ab jetzt übernimmt der Profi. Zentimeter für Zentimeter nähert sich Alexia ihrem neuen Emma Watson-Style. Mittlerweile ist ihr Schnitt wahrscheinlich schon kürzer als bei ihrem Freund. Alexia sieht zwar nichts, ahnt aber Schlimmes. Meine Hände sind wahnsinnig schwitzig und ich bin aufgeregt, möchte es echt gern sehen. Und ja, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ich bin aufgeregt, wirklich. Bevor Alexia ihr neues Ich selbst bestaunen darf, darf Mama einen Blick auf den neuen Look ihrer Tochter werfen. Du siehst immer toll aus mit deinen großen Augen. Ja. Dir gefällt es nicht, oder? Das ist okay. Oh nee, doch, okay. Doch, es ist okay. Es ist sehr kurz. Deine Schwester hat gesagt, du hast einen Knall. 3, 2, 1 und hier ist dein neues Ich. Oh nee. Oh. Du bist jetzt ein kleiner Junge. Du bist jetzt ein kleiner Junge. Es ist hinten sehr kurz. Sehr kurz, ne? Oh Gott. Deine Belohnung? 500 Euro? Ja. Yeah. Hat es sich gelohnt? Ja. Doch. Ja. Gefällt es dir selbst? Es geht. Oder es ist vielleicht doch, man muss sich dran gewöhnen. Im Moment ist es erstmal so. Oh Gott. Aber du bist nicht völlig schockiert. Nee, es geht. Alexia braucht noch ein bisschen, dafür ist sie aber auch um 500 Euro reicher. Was uns gezeigt hat, wenn man etwas nachhilft, dann traut man sich wohl alles. Und weil Haare ja wieder nachwachsen, bleibt Alexias Schnitt nur dann so kurz, wenn sie das auch will.